Obwohl bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen, um in einem Sozialmarkt einkaufen zu dürfen, erleben Sozialmärkte derzeit einen wahren Boom. So auch der Centmarkt in Bad Ischl. Mit beinahe 40 Einkaufsmöglichkeiten für bedürftige Menschen in Österreich ist die Nachfrage weiterhin groß und der Bedarf noch lange nicht gestillt. Auf der einen Seite muss man sagen, es ist sehr, sehr gut, dass es solche Märkte gibt. Aber ich weiß, der Pfarrer hat einmal gesagt, es ist gut, dass die Märkte gibt, aber es ist schade, dass wir es eigentlich brauchen. Und das ist auch das, was ich sage. Und wir haben halt einfach auch gemerkt in den letzten ein, zwei Jahren, dass der Bedarf an Personen eben gestiegen ist. Und es ist natürlich schon, es stimmt einen natürlich nachdenklich. Aber auf der anderen Seite, wenn man jeden Tag den Fernseher aufdreht oder im Radio horcht und diese ganzen Teuerungen mitkriegt und dann ein bisschen nachdenkt, dann weiß man, dass bei gewissen Leuten einfach unterm Strich am Ende des Monats nicht mehr viel bleiben kann. Wir haben seit Sommer circa einen Anstieg von 30% an Kundenfrequenz und das ist schon ordentlich, dass wir das auch personaltechnisch und vor allem warenmäßig bewältigen können. Wir haben insgesamt 30 Mitarbeiterinnen und die agieren alle ehrenamtlich bei uns. Welche Produkte bietet ihr an? Wo kommen die her? Wir sind bemüht, dass wir eben sogenannte Lebensmittel, die zum Leben sehr wichtig sind, anbieten können. Und alles das, was wir nicht bekommen, kaufen wir dann zu. So, wie kommt der Centmarkt zu Lebensmitteln? Wir bekommen die Lebensmittel von diversen Supermärkten in der Umgebung, also Bad Ischl, Bad Gäusern, Ebensee hauptsächlich. Und das sind wiederum hauptsächlich abgelaufene Lebensmittel, die aber noch genießbar sind, oder beschädigte Lebensmittel oder Überproduktionen. Und den Rest der Lebensmittel, die wir da nicht bekommen, die aber wichtig sind, kaufen wir mit dem Geld, was uns überbleibt von den Einnahmen, kaufen wir zu. Ja, einerseits sind wir sehr dankbar den Supermärkten, dass wir die Lebensmittel bekommen. Auf der anderen Seite, was auch verständlich ist, werden immer mehr preisreduzierte Lebensmittel in den Märkten angeboten, die wir vielleicht als Sozialmärkte sonst zur Verfügung gestellt bekommen haben. Besteht die Gefahr, dass die Regale irgendwann mal leer sind? Die Gefahr besteht, ja, weil wir auch nur finanziell einen gewissen Rahmen zur Verfügung haben und das erschöpft sich verhältnismäßig bald. Jetzt ist der Anstieg seit Sommer enorm gestiegen. Gibt es auch mehr Lebensmittel seitdem? Nein, leider im Gegenteil. Diese plus 30 Kundenfrequenz erstreckt sich nicht auf die Lebensmittel, sondern im Gegenteil, die Lebensmittel werden zum Teil sogar weniger. Ja, wie kann man sich jetzt den täglichen Ablauf so vorstellen? Der tägliche Ablauf ist folgendermaßen. Wir arbeiten an 3 Tagen in der Woche. Wir bekommen vormittags immer die Lieferungen und anschließend nachmittags den Verkauf, sodass wir die Lebensmittel so schnell als möglich an unsere Kundinnen weitergeben können. Eine halbe Stunde bevor wir öffnen, geben wir Karten aus mit Nummern, sodass diejenigen, die zuerst kommen, als erstes hereinkommen können und einkaufen können. Das war früher kein Problem, aber seitdem wir eben sehr viele Asylmenschen haben, haben wir das Problem, dass die älteren Kundinnen sich etwas bedrängt fühlen von den jungen Syrern, Irakern und so weiter, weil es doch eine andere Kultur ist, die lauter ist, die vielleicht sich mehr vordrängt. Und das bereitet uns zunehmend Schwierigkeiten, dass wir quasi die Einheimischen mit den Asylberechtigten oder Flüchtlingen koordinieren können. Ja, was waren die Hintergründe, dass man 2010 den Centmarkt gegründet hat? Ja, Frau Janisch hat die Philosophie des Centmarktes auf 2 Pfeiler gestellt. Das eine ist der soziale Aspekt, sozial schwachen Menschen zu helfen. Aber auch damals war ja schon bewusst, dass man sehr viel Lebensmittel eigentlich wegwirft, die noch genießbar sind.
und sie ist eigentlich eine Vorreiterin gewesen, die das 2010 schon erkannt hat. Wenn man sieht, wie der Senktmarkt damals angefangen ist, das war ein kleiner Raum in der Esplanade, dann sind sie hinübergewandert über die Hauptbrücke und jetzt ja beim ehemaligen Hippesreuter drin, da ist schon eine starke Vergrößerung im stattgefunden und was halt einfach wirklich ganz, ganz wichtig ist, weil viele sagen, ja, aber warum ist das nicht direkt in der Stadt und es ist ein bisschen abgelegen und genau das soll jetzt aber sein, weil einfach viele Menschen einfach sie oft für das schauen, obwohl ich irgendwie sage, für das muss man sich nicht schauen, weil man einfach weniger Geld im Monat zur Verfügung hat und die wollen halt nicht unbedingt, dass er jeder sieht, dass da reingängen und darum ist das ein bisschen wecker vom Zentrum und aber trotzdem für alle erreichbar und es ist ganz, ganz, ganz eine wichtige Einrichtung und ich kriege ja auch täglich im Amt mit, dass immer mehr Personen, mehr Familien, mehr Alleinstehende, aber auch Senioren immer vermehrt kommen, weil sie mit dem Geld nicht mehr auskommen. Da geht es jetzt darum, dass die ersten Stromnachzahlungen anfallen, dass einfach das Geld für das tägliche Leben einfach weit mehr gebraucht wird und das ist für viele einfach nicht mehr möglich. Und dann kann ich zumindest einmal sagen, und jetzt gibt es die Senktmärkte und da kann man zum mindestens schon mal Lebensmittel günstig einkaufen. Und darum, Ischl ohne Senftmarkt geht nicht. Wer darf jetzt im Senftmarkt einkaufen? Im Senftmarkt dürfen alle, die einen Sozialhilfeausweis haben, einkaufen. Und die stellt die Stadtgemeinde Bad Ischl aus. Sind das nur Bad Ischlerinnen und Bad Ischler oder dürfen wir aus der Umgebung auch einkaufen? Es dürfen alle aus dem Zentralraum Salzkammergut, Inneres Salzkammergut einkaufen bei uns, bis hin zum Teil vom Salzburger Raum. Und weiters dürfen alle Flüchtlinge, Asylanten und so weiter auch bei uns einkaufen. Ist der Ansturm größer geworden in der letzten Zeit? Der Ansturm ist schon größer geworden in den letzten ein, zwei Jahren, aber es gäbe noch sehr, sehr viele, die was die Möglichkeit hätten und Anspruch darauf hätten, aber die kommen einfach nicht, weil es alle wieder Leute gibt, die kommen zu mir und ich sage dann, haben sie schon die Sendmarktkarten, haben sie die ausgestellt und oft sagen sie, nein, wissen sie, Frau Schiller, ich glaube, da gibt es noch eine, die haben es nicht weit nötiger wie ich. Wie dankbar sind denn die Kundinnen und Kunden für so eine Unterstützung? Die ist sehr, sehr groß. Wir bekommen immer wieder sehr viele Danksagungen für unseren Einsatz, weil ja alles ehrenamtlich und als Non-Profit-Unternehmen geführt wird. Ist es vielleicht der Anreiz, warum man es macht? Der Anreiz ist groß, dass wir viel Danksagungen zurückbekommen, aber unabhängig davon macht man es, glaube ich, aus einer eigenen Motivation, der Lebensmittelverschwendung auf der einen Seite Einhalt zu bieten und auf der anderen Seite aber hilfsbedürftigen Menschen zu unterstützen und die werden in Zukunft sicher nicht weniger werden. Ja, gibt es da Projekte auch von der Stadtgemeinde Bad Ischl, die dem Ganzen entgegenwirken? Also Sozialprojekte im Prinzip wie der Sozialmarkt, das gibt es nicht, aber wir haben ja ein Umweltprojekt, auf das ich irgendwie recht stolz bin, weil das haben wir im 20er Jahr haben wir das gemacht, das ist der OKI, der offene Kühlschrank in Bad Ischl, der sich bei der Stadtgemeinde nach der zweiten Eingangstüre im Erdgeschoss im Gleich befindet, wo jeden Tag, 7 Tage die Woche von 6:45 bis 6:45 am Abend geöffnet ist und da haben wir ja, das ist, da geht es eigentlich um das, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden. Und da hat jede und jeder in Bad Ischl, aber auch Umgebung, die Möglichkeit, dorthin zu gehen, aus dem Kühlschrank, aus die Regale etwas zu nehmen oder auch etwas hineinzugeben, was man jetzt daheim zum Beispiel zu viel eingekauft hat und nicht braucht. Da gibt es ja klare Regeln, die hängen über den Kühlschrank. Und da muss ich einfach sagen, der wird einfach extrem gut angenommen. Wir haben jetzt auch vom Wochenmarkt, wo wir am Freitag irgendwie ganz viele Lebensmittel bekommen und das freut mich irrsinnig, dass der so gut angenommen wird und da sind wir jetzt gerade am Überlegen, also da habe ich die ersten Gespräche jetzt im Pfandl schon geführt, weil wir da einen zweiten offenen Kühlschrank machen möchten, weil wir mit dem einen Raum gar nicht mehr auskommen, aber das ist natürlich gar nicht so einfach,
weil der natürlich jeden Tag betreut und auch gereinigt werden muss. Und das ist einfach wirklich was, wenn man sich das anschaut, die Sachen würden sonst im Müll landen und so werden sie aber einfach wirklich noch verkocht und wirklich jede und jeder kann da hingehen. Und das ist das, was die Stadtgemeinde einfach mit Hilfe von vielen Ehrenamtlichen führt und betreibt und das ist ganz eine klasse Geschichte. Wird das jetzt besser angenommen, wenn man jetzt vergleicht im Jahr 2020 zu jetzt? Ja, weiter. Also da hat es eine enorme Steigerung gegeben, muss man aber auch dazu sagen, dass man immer, wenn man was Neues macht, braucht es einmal eine Zeit, bis das anrennt. Und da war es einfach so, dass am Anfang gemeint haben, das ist so ein Sozialprojekt und da dürfen nur gewisse hin. Und jetzt merkt man so, es ist schon oft gang und gäbe, wenn irgendwelche Leute am Amt was zu tun haben, bevor es wieder gängen, machen sie die Tür auf, schauen rein, ob was drin ist und nehmen es mit. Und das ist einfach wirklich voll super und es hat mich auch gefreut, dass die Gemeinde ebenso dieses Projekt dann auch umgesetzt hat. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis angenommen wurde. Ist, aber mittlerweile ist wirklich ganz super und wir werden natürlich von den Standlern vom Wochenmarkt auch gut beliefert, weil die, was am Freitagmittag dann was über haben, die kommen und dann seine und das ist ganz klasse.